Mitternacht. Hey ho Leute, hier ist Midnight und aus lauter Spaß aller Langeweile zocken wir heute mal ein bisschen Landwirtschaftssimulator 2011 und das im Multiplayer. Zusammen mache ich das hier mit Yusaku. Das bin ich. Ja, den kennt ihr ja teilweise schon aus Gallien hier und so. Livestream und vielleicht so ein paar Tutorials von ihm. Ja, der hat auch das eine Haus da im letzten Video so mit weggesprengt. Ja, okay, ich weiß halt noch nicht, auf welchen Channel ich das jetzt mal so hochladen werde, keine Ahnung. Sehen wir ja dann. Aber ich muss jetzt gerade erstmal meine Stoppuhr, damit ich weiß, wie lange die ganze Geschichte eigentlich läuft. Zurück. So. Ah, ich denke mal, ich werde das so auf dem anderen Kanal. Ah, siehst du, jetzt steht nämlich da, synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Und ja, das steht bei mir jetzt auch. Und in dem Fall werden auch die Mods halt ausgeglichen, weißt du? Aha. Normalerweise, deswegen weiß ich nicht, warum das vor uns nicht funktioniert hat. Aber so. Weiß ich auch nicht. Wir haben das gestern, haben wir das schon mal kurz angezockt, so, um ein bisschen vertrauter mit der Materie zu werden. Und haben die ganzen Standardfelder, die es da halt so gibt auf der Map, schon mal abgeerntet. Bis auf die Maisfelder, weil dazu haben wir noch nicht die entsprechenden Gerätschaften. Kling klong. Exo war es dann wahrscheinlich doch ein bisschen langweilig. Ja, das ist so. So, ich gucke jetzt gerade mal bei dem Mods. Ja, da haben wir das ganze Fan-Package. Da haben wir den Jaguar. Da haben wir das noch mit drin. Da ist der Hänger, ja. Also jetzt nichts so, was wir gebrauchen könnten. Alles recht teuer und so. So, also neuer Trecker fällt dann immer noch alles. Jawohl, diesen Fan 209, den können wir uns dann schon bald leisten. Den gibt's für 62.000 Euro. Cool. So, und also ja. Komm, mach mal den Moonwalk. Ja, man muss das seitlich von mir machen, genau. Hier, Yusaku macht den Moonwalk. Voll geil, Mann. So, okay. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn jetzt gemacht? Also ich muss jetzt erstmal den einen Trecker wieder anschmeißen, dass der das Feld da grubbert und du warst ja gerade mit dem Hänger unterwegs, ne? Ja, ich glaube, ich war gerade auf dem Weg zur Brauerei. So. Ich schicke den hier erstmal wieder auf die Strecke. Oder nein, ich bin von der Brauerei gekommen. Genau, und jetzt wollte ich irgendwo hin. Ja, ich glaube, wir wollten den direkt wieder sehen lassen, ne? Glaube ich. Ist schon viel zu lange her. Ja, ne? Ja. So. Ja, der blöde Mähdrescher, da wartet jetzt drauf, dass das kleine Feld beim Hof da langsam mal anfängt zu wachsen. So. Okay, jo, sehr ist okay, so viel können wir jetzt gerade gar nicht machen. Mein Hase kriegt gerade schon wieder voll den Anfall hier. Das alte Spastivieh. Der riecht das Heu. Der riecht das Gras. Jo, ich renne mal so ein bisschen durch die Gegend. Aber das läuft ja alles flüssiger wie Minecraft, Mensch. Bin ich begeistert. Ja, wenn wir jetzt ein paar mehr Trecker und Geräte hätten, könnten wir direkt schon was machen. Weil so kann ich mich bloß in den Trecker setzen, der hier von selbst fährt. Da habe ich ja den Helfer eingestellt. Und der macht das jetzt alles von ganz von alleine. Aber ich habe heute Nachmittag habe ich auch schon mal ein Feld abgeerntet, so aus krafteigener Arroganz, so ohne Helferlein und so. Ja, das hat man dann aber auch gesehen. Ja komm, du fährst auch, als hättest du schon 3-4 Bier-Indos hier. Ja, das liegt daran, dass es ja auch so ist. Ja klar. Was kann ich dafür, wenn du heute Morgen mit mir zur Brauerei fährst? Ja klar, wenn man das erste bei der Brauerei ablädt, dann muss man das auch gleich mal nutzen, weil dann kriegt man treue Kundenrabatt, weißt du? Trinke 3 zum Preis von 4. Genau. Also dein Hänger ist leer. Gut, was machen wir dann mit deinem Trecker? Wir könnten einen Trecker hier zum Säen anstellen und wir gehen zusammen auf Flaschensuche. Ja, das können wir machen. Ich glaube, ich habe mich gerade verfahren. Wieso? Wo hältst du denn jetzt oder? Ich bin, glaube ich, über eine Brücke gegangen, über die ich nicht fahren sollte. Weil? Weil ich dachte, da hinten, das sieht nach unserem Hof aus. Und was ist es im Endeffekt? Keine Ahnung, irgendwas anderes.
Ach, was weiß ich. Willst du es dir angucken? Ja, steig mal kurz aus. Ja, bin ich. Du bist... Ach du Scheiße, wo bist du denn? Du bist beim Sägewerk. Ach so. Komm, steig auf den Hänger, ich nehme dich mit. Ja, schön, wenn es gehen würde. Moment. Ach so, du bist ausgestiegen. Ja, du musst jetzt auf jeden Fall davor und dann rechts rum. Und immer den Straßenverlauf. Hallo, führe mich. Und immer den Straßenverlauf folgen. Ja, ich weiß. Ey. Ja, los, mach hin. Marathonlauf trainieren und so. Das müssen wir dann mal morgen wirklich machen. Da fahre ich mit dem Auto vor dir her. Du musst hinterher laufen. So. Er cheatet natürlich und eine Abkürzung. Du bist gegen die Leitplanke gefahren oder was? Nein, ich doch nicht. Ich wollte nur mal dieses schöne Material bewundern. Jo, und da haben wir die Molkerei. Da kommt dann die Milch hin, wenn wir dann irgendwann mal Kühe haben. Ich bin immer noch fett am Sprinten, aber jetzt hole ich mich gleich wieder ein. Also so viel Vorteil hatte ich da jetzt nicht wirklich. Gut, da musst du dann die komische Saatmaschine da noch dran koppeln. An deinem Ferrari-roten Trecker. Ach ne, du hast einen grünen. Ja. An deinem Kawasaki-grünen Trecker halt. Pass auf, nicht, dass mal irgendwelche Leute hier im Moonwalk über die Straße rennen. Yeah! Ja, ich pass auf. So, da hinten siehst du schon die Silos vom Hof. Hey, willst du mich gerade umfahren? Nein, ich doch nicht. Wäre jetzt cool, wenn ich jetzt auf den Hänger hechten könnte. Ach schade, ich dachte, du läufst jetzt davor. Ja klar, ich renne mir jetzt voll die rüber am Hänger ein. Wo kommt denn die Vogelscheuche auf einmal her? Die stand die ganze Zeit schon. Okay. Deswegen baue ich hier auf dem Feld immer nichts an. Das ist das Feld mit der Vogelscheuche, wo ich mal angesprochen hatte. Ach so. Ja, hier können wir auch hier Zeug. Da hier bei den Silos können wir ja auch Zeug abladen, wenn wir es nicht gleich verkaufen wollen. Ja. Oder so, ne? Können wir auf bessere Preise oder so warten. Das kenne ich noch. Oh, da hinten, hinten dran liegt die falsche Taste. Da hier hinten dran liegt die Saatmaschine. Das wird ja jetzt auch wieder was beim Ankoppeln. Klingt. Yay! Mit O kannst du die Saat durchwählen. Ich weiß nicht, was wir da anbauen wollen. Raps! O. Wenn du da hinten rechts auf die Silos guckst, das zweite Symbol steht für Raps, falls das nicht so... Ah, da ist so eine Art Erklärung. Na gut. Das, was so ein bisschen wie ein Baum aussieht, so... Ach so, ja, das. So. Und da drüben, das Feld, da siehst du ja schon Trecker rumheizen. Das müsste sogar das sein, was ich vorhin da bestellt habe. Ja, genau. Da fährt das Helferlein. Hä? Wo fährst du jetzt schon rum? Ich will die Brücke nehmen. Achso, du fährst von der anderen Seite. Ist zwar länger, so wie ich es gerade auf ja, der Karte sehe, ich schwimm aber grad egal. Ich schwimm gerade mal ein bisschen los. Ich kann ja mal mit dem Trecker hinterher kommen. Nee, weil da gibt es nämlich noch bloß noch die Option, dass man alle Fahrzeuge zurückstellen. Ich weiß. Na gut, bei 2009, da war er dann ganz weg. Nee, hier muss ich schon den Server beenden und dann muss ich Fahrzeuge erstmal zurücksetzen. Fängst du am besten auch von hier rechts an. Das Problem ist bloß, mit der blöden Saatmaschine fährt er schneller als der mit dem Gruber. Das ist schlecht. Aber ich denke, das könnte noch schaffen, dass er mit dem Gruber eher fertig wird wie der andere mit dem Säen. Und dann gehen wir zu zwei Flaschen suchen. Hey. Das war mal eine Fantasie. Die zwei Flaschen gehen Flaschen suchen. Die Pfandassis. Ich glaube, der bricht nochmal ab. Oder? Nee. Wer? Komm runter jetzt von dem Bock! Kam auf dem Hof an, nach Flaschen zu suchen?
Hä? Du Cheater, bist direkt in den... Steig aus! So. Okay. Also langsam kenne ich mich hiermit auch aus. Ich glaube, hier irgendwo beim Haus fliegt eine Flasche rum, das lese ich. Aber glaube ich mal was. Ja stimmt, vorhin habe ich auch irgendwo eine im Singleplayer gefunden. Oder war ja, die Frage ist, gibt es hier wirklich Flaschen, wenn denn Multiplayer und sowas? Das ist die andere ja, Frage. Ja, sollte eigentlich. Das ist wie Ostern, ey. Oh, hier stehen Düngersäcke rum. Für diverse Pflänzchen und so. Mhm. Oh, nee. Ich will gar nicht wissen, was wir hier im Garten angebaut haben. So wie es aussieht, ist ziemlich viel Unkraut. Aber ja. Ich hab da... Gehen wir darüber. Aber ich glaube, für fliegenden Multiplayer gibt es, glaube ich, keine Flaschen, wie es aussieht. Ich guck mal hier in der Mülltonne nach. In der Mülltonne? Hm? Jetzt wirkst du langsam echt wie so ein Fantasy. Tja. Nee, ich glaube, im Multiplayer gibt es keine Flaschen. Okay, da haben wir jetzt ein Problem. Da brauchen wir jetzt Beschäftigung. Okay, was kann man denn noch machen? Moonwalk. Das sieht bloß gerade keiner. Wo bist du denn? Da ist er doch. Ja, hinter dir. Der Moonwalker. Pass auf, du rammst ja gleich den Anleger in den Arsch. Hey, komm. Angekuppelt. Oh, ich glaube, das Feld da vorne wächst. Wir können auch ein bisschen Dünger schnüffeln. Das macht bestimmt auch Spaß. Ja klar, hier mit dem Flug so eine Leine gezogen und dann geht's los. Ja, das Feld wächst. Ist ja wunderprächtig. Hier bin ich begeistert. Wollen wir mal Burg oder sowas angucken gehen? Da oben ist die Skistation, oder? Das ist die Burg? Da oben ist eine Burg. Komm, wir gehen mal zu der Burg. Was? Wo bist du denn? Ach da. Ja, hier, Richtung Hofschilder. Da oben ist eine Ruine, die habe ich noch nicht angeguckt. Die mache ich jetzt mal. Okay, jetzt wären diese 1-Euro-Trecker nützlich. Ja, ne? Hm. Ja, da hieß irgendwas mit Z. Der 1-Euro-Trecker. Irgendwas mit Rot und Z. Zetor. Zetor irgendwas. Zetornator. Ach stimmt, Sprinten geht ja auch. Ja, ich wollte gerade sagen. Kommt angeruckelt. Wow, ich lecke mich hier voran. Ja, zu Fuß ist es eh immer schlimm. Auf dem Fahrzeug geht das, aber zu Fuß ist mal. Hm. Na, wahre Bauern gehen eben nicht zu Fuß. Ja, eben. Maximal von Anfang bis Ende des Treckers. Ja. Wird schon schwierig, wenn da noch ein Hänger dran hängt. Das ist schon fast zu viel. Bergsteigen für Anfänger. Ach, diese Aussicht. Boah, jetzt hast du auch einen Speedhack drin gehabt, oder? Ja, na klar. Hier sieht man Hafen schön. Was, Hafen? Da hinten. Ich bin zu klein. Ja, okay, geht gerade noch so. Ja, voll der Hafen. Ich warte noch auf die Kokainlieferung. Au! Okay, ich bin runtergefallen. Von wo? Von dem Turm. Ja, aber nicht zu weit runter. Ja, nee, ich muss mal gucken, wo ich hier hochkomme. Hier ist nichts mit Shift-Taste und bis zum Rand. Ja, das ist ja... Aber die Versuchung hatte ich auch gerade. Ich will auch gerade Shift-Taste drücken und bis zum Rand gehen. Da wäre ich, ja. Wär ich bloß mit Schwung drüber gerammelt. Ja. Hier unten das Feld, wo ist er denn? Da? Das ist verwirrend. Aber hier sind ein paar Grafikbugs drin. Da hier unten das Feld ist langgezogen, das ist eins der ertragreichsten. Cool. Für den Anfang zumindest, für die kleinen Trecker. Ja, ich hab mich durch die Mauer gebackt. Wo bist du? Jetzt bist du unten. Schon Hopp. Wieder. Ich bin mal drüber gehüpft. Ich bin übers Geländer gehüpft. Yay. Ich habe einen auf Parcours gemacht. Moin. Oh, Pector, du befindest dich gerade eben in einer Aufnahme. Was? Wo befinde ich mich? Du befindest dich in einer Aufnahme. Oh, Let's egal. Play Landwirtschaftssimulator. Oh, scheiße! Halt den Schnabel.
Aus Spaß an der Langeweile. Wir zocken gerade Landwirtschaftssimulator 2011 im Multiplayer. Lol. Ich hab mich mal angemeldet bei Mumble. Muss erstmal kurz checken, wie es funktioniert, aber ging ruckzuck. Ja, Mumble ist eigentlich recht leicht. Achso, ja, bevor da jetzt noch was aufkommt, das haben wir dann Sven nachgemacht mit Mumble, ne? Hm? Das haben wir Sven nachgemacht mit Mumble. So, warst du der Erste? Nee, das haben wir Sven nachgemacht. Ach so, ach ja. Ganz ohne Scheiß, weil der hat das nämlich empfohlen gehabt, dass er über Mumble spricht und so und deswegen. Naja, gut, das können wir. Hey, Capo ist auch da. Ja, freilich. Hi. Juhu. Und Mo ist auch ab und zu mal da. Mo? Ja, komm, jetzt sind wir hier genug bei der blöden Burg rumgerannt, lass uns doch woanders hingehen. Wir sind hier in der Nähe noch wieder runter. Da ist die blöde Burg. 18? Was ist denn das? Aussichtsplattform, auf der Aussichtsplattform war es ja schon mal. Wir können mal runter zum Hafen rennen. Okay. Der ist in die Richtung da, genau. Aller Parcours über die Mauer. Hopp, hopp, hopp. Nee, kannst doch hier direkt aus dem Turm springen. Hopp. Ja, ich bin über die Mauer gehüpft, ich bin sportlich. Ich kann das. Marathonläufer und so. Da mach hier Moonwalk. Ja, und da hat doch keiner was davon. Ja, aber ich hab was davon, das ist doch schon genug. Komm, wir können ja mal um die Wette moonwalken. Okay. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Ich wollte bloß Hallo sagen und habe jetzt angemeldet und... Ja, und tschüss. Ich muss morgen früh raus. Oh, ja, ich habe Spätschicht, da geht das noch. Deine Hose ist schmutzig, Yusaku. Oh, ja, ich bin ja so oft runtergefallen. Ja, du rennst mir gerade mit dem Arsch ins Gesicht. So. Dann tschüss. Jo, mach's gut, Pector. Ciao, Pector. Ja, nee, du sollst ja auch mal was... bewundern können. Ach so. Jetzt wirst du aber langsam, du. Na, ich hol schon wieder ein. Gib mal Gas. Mach jetzt meinen Speedtech wieder rein. Ja, mach mal. Komm, ich hab schon viel zu viel Vorsprung jetzt. Ja, vorwärts, Alter. Nö, das ist so. Okay, dann mach ich vorwärts. Okay, dann mach ich auch. So, erstmal die Kokainladung hier abholen. Woher weißt du davon? Ich hab die selbst bestellt. Ach, du auch? Super, wie sollen wir jetzt zwei... Wie sollen wir hier zwei Container jetzt wegschleppen? Ja, das wird schwierig. Das ist ja eine komische Halle, hier regnet es rein. Na gut, es sind nicht nur zwei Container, ich hab gleich ein paar mehr bestellt. Ach, die wird gleich das ganze Schiff hier gehören, ne? Weil, die sollen ja für ein Wochenende reichen. So, wie kommen wir jetzt auf das Schiff? Ich will das Schiff kapern. Wo ist er denn? Ach da. Herunterspringen. Ja, da kommen wir aber auch nicht mehr hoch. Haben wir Pech gehabt. Schlechten Tag erwischt. Dann nehmen wir uns hier irgendwo einen Trecker und bauen uns. Es gibt doch einen Kran! Da können wir mit dem Kran, können wir da eigentlich den einen rüberheben und so. Wow. Müssen wir mal ausprobieren. Aber ich glaube so, auf regulären Wege werden wir da nicht drauf kommen. Hm. Super. Zwei Bauern auf Abwägen. Ja, die Krane hier kommen auch nicht hoch. Schwierig, schwierig. Ja. Ist glaube ich nicht dafür gedacht, da irgendwie drauf rumzuspringen. Und ich schätze mal, wenn wir es versuchen würden, wird man da eh durchfallen. Könntest du ja mal probieren. Ich weiß nicht, ich denke, irgendwo hat es schon mal einer probiert. Aber man kann sich sogar hier im Flugzeug, kann man hier auch hier per Mod reinmachen. Ja, ja, nein, dann lass uns doch das. Aber ich hab's damit noch nie richtig geschafft zu fliegen. Ja, da, du halt. Hey. Was ist das für eine Brücke da hinten? Die kenne ich ja gar nicht. Was ist das? Hä? Ja, wir sind jetzt im Wasser. Du bist gerade wieder am Auftauchen. Ach so, das soll Wasser. Jetzt rennt er im Wasser rum. Wie geil. Jetzt habt ihr ein bisschen gebackt. Und jetzt können wir garantiert durch das Schiff durchlaufen. Beziehungsweise schwimmen. Das sieht lustig aus. Oh nee. Oh ja doch, ich bin drin. Ich sehe es von unten. Ich bin in dem Schiff. Ich sehe dich. Hä? Wo bist denn du? Du tauchst ja ab. Was willst du da unten? Hä? Wie bist du da runtergekommen? Ich packe hier gerade durch.
Ich bin auch in dem Schiff. Ja, du bist aber wesentlich weiter unten als ich. Wirklich? Ja. Du bist genau unter mir. Ja. Also entweder gehen wir jetzt per Tab-Taste hier raus oder. Hä? Wo redest du jetzt noch rum? Ja, Slash Home würde ich sagen. Ja, okay, warte, ich mach mal Slash Home. So, okay. Ach, du warst schneller. Ja, soweit. Wir haben das immer noch am Sehen. Ach nee, die kleinen Schiffe, die auf dem Fluss rumfahren, die sind das, wo du durchgehen kannst. Ach so. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Man muss jetzt mal eine Kuh kaufen? Ah, die können wir nicht füttern. Nein, lass mal so verrecken. Ich kaufe mal eine Kuh? Ja. So? Oh, die Hälfte an Kohle wieder weg. Und jetzt müssen wir halt zur Weide. Die Weide ist, da. Mir folgen. Speedtag aktiviert. Komm schon. Ja, deine Hose sieht aber auch nicht besser aus. Ja, weil ich mich mit meinem Arsch gerieben habe. Ach so. Da ist der Dreck von deinem Arsch abgeblättert. Ja, nee, ist klar. Ich will gar nicht wissen, wo du mit deinem Arsch schon überall warst. Ich bin einmal quer übers Feld gerobbt, als die ganzen Stoppeln noch standen. Ach so. Ja, nee, das meine ich so eigentlich gar nicht, aber egal. Nicht? Also soll ich dir mal sagen? Deine Nase und mein Arsch, die könnten auch beste Freunde sein. Ach nee, gar nicht. Da musst du mal aufpassen, dass ich andersrum sage. Hä? Soll hier nicht eigentlich irgendwo der Kuhstall sein? Ach nee, Quatsch, der ist da hinten. Naja, mach mal eine kleine Zugabe. Und da hinten ist die Weide dann. Hä, wo ist er denn? Ja, hinter dir. Och, da. Sagt auch Speedtag und so. Hier, aber ein bisschen Stroh rauchen. Ach nee, der ist hier nicht so gut. Habe ich heute Morgen schon gemacht. Ach so. Hast aber nicht viel geschafft, hä? Die ganzen Lines liegen ja noch. Ja, das ist alles geraucht, was da liegt. So, und hier haben wir dann jetzt die Kuhweide. Einmal über den Zaun hüpfen. Ah, Mist, geht nicht. Hä? Wieso kommst du da drüber? Ich ja, ich bin sportlich. Hä? Was soll der Scheiß jetzt? Ich will auch drüber. Ich will Anlauf. Ich komm nicht drüber. No way. Tja. Ich komm nicht drüber. Ah, jetzt. Kannst du es halt nicht. Da steht die Kuh. Kann man die jetzt auch... Hast du mal ein Schwert dabei? Ansonsten muss man die so töten. Chuck Norris Style. Gibt's sonst ein bisschen... Aber die müsste doch jetzt eigentlich hier Milka-like sein. Ja, ne? Naja, wir haben das falsche Texture-Pack drauf. Achso. Da müssen wir... die ist sogar eine schwarz-weiße. Ah, ich muss sagen, die... Ist das die hört man sogar fressen. Ja, ist einer. Oder? Ja, das ist eine Kuh. Lass uns mal gucken, ob wir schon ein bisschen Milch bekommen. Warte, wie war denn das? Den Schwanz hoch und runter? Hast du einen Eimer? Nein, nee. Eimer und dann draufhauen auf den Kopf. Ach so. Ich hab keinen Eimer. Wir können mal gucken, ob da im Stall irgendwo was steht. Hier ist die Melkanlage. Da müssten sie eigentlich durch, irgendwie. Ja, irgendwie. Oh, ja. Macht mir Angst. Warte, ich geh mal rein. Nicht, dass ich jetzt gemolken werde hier. Aber ich mal da draufsetzen. Aber nicht da reinpingeln. Ja, Entschuldigung. Hier, ich habe noch keine Toilette gefunden. In die Häuser kommen wir ja hier schlecht rein. Ich komme nicht drüber. Hä, wieso bist du jetzt schon raus? Du musst gedrückt halten. Ja, kann ich das halten, bis du rüber bist. Ich will jetzt mal hier irgendwie... Ich möchte das mal irgendwie anschalten. Geht nicht, keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es noch keine fröhliche Kuh. Ja, nee, die braucht erst noch... Das waren ja die fröhlichen Hühner oder so. Die braucht da erst noch was zu fressen. Ah, und hier ist so hier Kälberstall und so. Ey, Badewanne! Yeah, erstmal Bad nehmen. So. Arsch sauber machen, ne? Jo. Willst du rein? Yeah. Yay. Und jetzt, wo ist das Quietsch enden? Ich glaube, das steckt bei dir da irgendwo fest. What? Wo? Komm, ich zieh's mal raus. Hier ist der Futterdrog. Oder ist ja nichts zu fressen drinne? Ja doch, jetzt ist doch was drinne. Fleischfressende Kuh, oder was?
Nee, nur eine Keilflasche fressen da. Aha. Ah, hier haben wir noch Gras. Das müssen wir bloß irgendwie da reinkriegen. Ja, nee, das ist ja kein Gras. Das ist ja Silage. Glaube ich. Da hier ist Gülle-Auffangzeug irgendwie. Ah, da wirst du aufgefangen. Ich bin doch keine Gülle. Gülle ist übrigens türkisch, ne? Das ist auch irgendwas hier. Kann man Großer ja auch die Grashalm. Treppe hoch und Nee. sich irgendwie hier festhalten Hey, was ist mit das da unten für eine Hütte? Ey, mein Zuhause, ich habe mein Zuhause gefunden. Also wie ist die Tür ziemlich klein. Muss mich bücken. Ja, dein Kopf fasst da irgendwie noch nicht ganz. Da kommst du Warum? immer nach Warum Hause müssen und wir stößt hier vor. eigentlich die Kühe füttern? Die Wiese ist doch groß genug. Ja, irgendwie schon. Los, springen. Das kann doch nicht Halten. sein. Gedrückt halten und dagegen laufen. Ja, mach ich doch. Bis du drüber bist. Ey, Eine Fresse, das muss auch gelernt sein. Ich muss studiert haben, um über den Zaun zu hüpfen. Ja, nee, du musst es nur studiert haben. Einfacher wäre es, runter durchzukriegen, mein Ding. Irgendwie schon. Aber wir sind ja hier Marathonläufer und so. Ich guck mal nochmal hier fix. Ah, ja, okay, ja, okay. Dann port Nee. dich zu mir, wenn du fertig bist. Stimmt, da war ja noch was. Verdammt! Ja, ich bin dann jetzt weg. Aber ich brauche bloß hier über den Berg, dann bin ich ja wieder da. Okay, ich bin jetzt aber auch bei dir. Verdammt! Oh. Oh, da staubt der hier ganz schön. Ja. Komm, lass uns mal da hinterherlaufen. Das riecht so schön. Jo, packen Geldschein ein, zusammenrollen und dann direkt aus der Luft das Zeug. Kann man da eigentlich drauf schießen? Ach, hier kommt der Rauch erst hin. Du musst hinterherlaufen, da kriegst du mehr. Schade, dass man nicht automatisch mitfahren kann. Real Life wärst du jetzt schon tot, das ist ja klar. Quatsch, wir haben bloß die Beine ab. Ah, na gut, ist ja Machen wir nicht die weiter. Nebelscheinwerfer an. Wie? Ja, weiß ich doch nicht. Kann ich nicht auf den Traktor hüpfen hier? Jetzt stehe Oh, ich ich im habe einen Weg. Helfer entlassen. Warum machst du das? Ich habe ein paar Tasten Das ist ausprobiert. schon bloß ein 1-Euro-Jobler. Ja, aber wir müssen ja mal für ein bisschen Abwechslung im Personal sorgen. Also es wird echt Zeit, dass da hier, wer war das? War das Mo oder Capo? Ich glaube, das war Mo, hä? Der sich das Auto Mo war besorgen da. wollte. Ich verwechsel das immer. Hätte Mo eine Ich anständige bin mal Internetleitung? kurz. Was ist, Ich guck mal kurz in der Config nach. Wegen Tastaturbelegung und Scheinwerfer. Scheinwerfer, warte mal, ich habe doch hier einen Zettel irgendwo. Na, jetzt ist es zu spät. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt so anschalten kann. Nee, die kann man so. Doch, mit F. Ja, ich sehe es gerade. Müsste es einmal einen kurzen Leck geben. Was ist das Licht an, oder was? Na, ich bin, Moment, ich muss erst wieder connecten. Ich hatte genug von deinem Server, deshalb bin ich kurz Ach so, runter. bist direkt disconnected. Ja super, da kriegen wir erstmal wieder fette Ladezeit hier. Yay. Das mögen wir doch alle. Akzeptieren. Und du startest wieder beim Bauernhof. Kann ich mich schon bewegen, wenn ich jetzt was drücke? Cool, wenn ihr aussteigt, ist das Licht wieder aus. Ah, so ein Stromsparmodell. Ja, wow. Oh, stoppe ich mal die Aufnahme.